Der Backspin, für viele Profis eine wichtige Schlagvariante, um vor allem bei kurzgesteckten Fahnen, also bei Fahnenpositionen am vorderen Grünrand, trotzdem angreifen zu können. Wie dieser Backspin entsteht und wie auch Sie diesen Effekt nutzen können, das zeigen wir Ihnen nun. Der Backspin eines Balles entsteht, wenn die Schlagfläche auf den Ball trifft und diesen dann in eine Rückwärtsrotation versetzt. Der Ball wird bei einem Schlag quasi angeschnitten. Wie stark der Ball in Rotation versetzt wird, ist abhängig vom Auftreffwinkel des Schlägerblattes auf den Ball. Dieser Auftreffwinkel steht in direktem Zusammenhang mit der Schrägstellung des Schlägerblattes, dem sogenannten Loft. Die Schrägstellung der Schlagfläche verstärkt oder senkt hierbei die Reibung auf den Ball im Treffmoment und ist somit der Hauptfaktor für mehr oder weniger Backspin. In einem Schlägersatz unterscheiden sich die einzelnen Schläger durch die unterschiedlichen Loftgrade. Der Loft eines Schlägers bedingt den Abflugwinkel, die Höhe und somit auch die Weite des Balles. Je höher der Loft eines Schlägers, desto steiler der Abflugwinkel und desto geringer die Weite des Schlages. Für einen weiten Schlag sollte man daher einen Schläger mit wenig Loft, zum Beispiel das Eisen 3, mit 23 Grad verwenden. Die Distanz kann durch eine erhöhte Schlägerkopfgeschwindigkeit beeinflusst werden. Dies kann aber auch zu Abweichung führen. In solchen Situationen sollte man auf die sogenannten Hybrids zurückgreifen, da sie die nötige Distanz überwinden und außerdem den nötigen Spin erzeugen, um den Ball gegebenenfalls zu bremsen. Der Loftgrad erhöht sich, je nach Hersteller, um ca. 3 bis 4 Grad von einer Schlägernummer zur nächsten. Je größer der Loftgrad des Schlägers, umso stärker der Rückwärtsdrall. Den stärksten Spin entwickelt daher das 60 Grad Lob Wedge, das den höchsten Loftwinkel in einem gängigen Golfset hat. Einige Profis spielen mit gebogenen 60 Grad Wedges, um somit noch mehr Loft erzeugen zu können. Die folgenden Faktoren verstärken zusätzlich den Rückwärtsdrall des Balles. Ein steiler Eintreffwinkel des Schlägers zum Ball. Eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit. Oder eine hohe Reibung im Treffmoment. Ein Ball mit weicher Schale und ideale Grünbedingungen sind weitere Faktoren, die den zurücklaufenden Ball ermöglichen. Wenn Sie diese Tipps beachten, wird es Ihnen gelingen, dem Ball genügend Backspin zu verleihen und ihn somit zur Fahne zurückrollen zu lassen. Der Bunkerschlag. Der Grünbunkerschlag ist ein Annäherungsschlag zur Fahne, bei dem der Schläger keinen direkten Kontakt mit dem Ball haben sollte. Der Schläger taucht ca. 4 bis 5 cm vor dem Ball in den Sand ein und schlägt dabei eine Handvoll Sand in Richtung des Grüns. Der Ball fliegt somit auf einer Art Sandkissen zur Fahne. Dieser Schlag wird auch als Explosionsschlag bezeichnet.